Mein nächstes Haustier wird ein Fukuhila sein, Schrödingers Katze und ein blinkender Umschnalldildo. Ja, den Umschnalldildo. Wenn ich das mit Naturwissenschafts- und Akademiker spielen, hätte Schrödingers Katze gewonnen. Ja. Endlich werden Gartenzwerge in Form von japanischen Schulmädchen produziert. In Form von Franzosen. In Form von Gollum. Wir nehmen die japanischen Schulmädchen. Wer war das? Das war ich. Das wäre auch moderiert die neue RTL-Sendung über. Ja, eben. Voll die guten Karten. Der Räuber Hotzenplotz moderiert die neue RTL-Sendung über Nackt das Sandmännchen schauen. Franz Beckenbauer moderiert die neue RTL-Sendung über feuchte Träume. Und ein rasierter Biber moderiert die neue RTL-Sendung über Schnitzel und Blowjob. Ich mag den Biber am liebsten. Ja. Was Lustiges gezogen. Es wurden Spuren von gefunden. Egal was. Ich hatte nichts anderes. Bei mir sieht es genauso aus. Kinderschokolade wurde verboten. Es wurden Spuren von nackten Omas gefunden. Oder es wurden Spuren von Crystal Meth gefunden. Oder von... Es wurden Spuren von Vorhaut gefunden. Ich bin trotzdem für nackte Omas. Das wäre so schön. Anthropologen haben in Thüringen kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der anbetet. Moment, andererseits, wo war das? In Thüringen. Darf ich noch einmal tauschen? Es wäre so perfekt. Ich weiß nicht, einfach. Warte mal, nee. Das ist ein anderes gutes Land. Nee, stopp, falsch. Da, das war es. Okay, ja. Das ist sicher. Entschuldigung. Hitler Schnurrbart. Ein Handschuhfach voller gebrauchter Kondome und Fruchtzwerge. Ja. Fruchtzwerge. Oh, aber Hitler Schnurrbart wäre doch perfekt gewesen für die Thüringer. Ein Handschuhfach voller gebrauchter Kondome, eigentlich schön. Jetzt haben Humor. Gar keinen. Auf der Documenta in Kassel wird eine Sonderausstellung zum Thema gezeigt. Gezeigt. Das passt überhaupt nicht, aber ich muss diese Karte loswerden. Ich glaube, das haben wir alle drei. Also wird eine Sonderausstellung zum Thema AIDS gezeigt, eine Sonderausstellung zum Thema Horst Seehofer gezeigt. Oder eine Sonderausstellung zum Thema Kind mit Krebs gezeigt. Alles was auf der Themen. Wer hat denn die Kinderkrebsgeschichte gelegt? Also, es geht ja, man soll ja provozieren in dem Spiel. Ja, ja. Schwarzfahren wird in Berlin jetzt mit geahndet. Das sind zwei, ne? Oha, das erklärt auch nicht gerade zu mir. Die zweite Karte auch schön. Mit Genitalherpes, Harakiri oder Harald Glückner? Wer hat Glückner? Ich. Ich kann mir das mal nicht richtig vorstellen. Boah, wenn Harald Glückner gegen Genitalherpes. Was heißt das? Bushidos neues Album heißt ein See voller Kindertränen, Fußballmuttis, ein Haufen geschändeter Kinderleichen.
Ja, wer hat die? Die Kinderleiche? Wer sonst? Frau Schindler. Der Glühwein am Weihnachtsmarkt wurde mit Hm gestreckt. Okay, egal. Ja, ist nicht witzig, aber. Ich habe die seit Anfang an gekriegt, sonst. Genau, so sieht's aus. Wurde gestreckt mit hausgemachter Ingwerlimonade. Ich sag ja. Mit Griechen. Oder mit Menschenopfer. Ich nehme die Menschenopfer. Nur die Karte losbekommen. Ups, Mann. Also. Ist für den Klimawandel verantwortlich. Das ging schnell. Die falsche Schwester ficken. Eine als Sexspielzeug missbrauchte Gurke. Und eine abgetakelte Hafenhure. Das ist alles mehr. Ja. Eigentlich müsste jeder von dem. Ja, aber ich sehe. Ich find die falsche Schwester an. Okay. Ich übernehme ja alle gleich. Der neue Text der Nationalhymne lautet mhm und mhm und mhm für das deutsche Vaterland. Oh yeah. Die Reihenfolge ist egal. Bei mir auch. Ich nicht. Oh. Damit ich ein bisschen Rhythmus habe. So, ich lese die alle von oben, weil ich nicht mehr weiß, welcher ist. Benjamin Blümchen und Chemtrails und häusliche Gewalt für das deutsche Vaterland. Eine Gefriertruhe voller Organe und ein pinkes Pony und Analphabeten für das deutsche Vaterland. Captain Blaubär und Gehirntumor und Dieter Bohlen Sexschaukel für das deutsche Vaterland. Oh, das ist aber echt schwer. Naja, was kann Deutschland denn gebrauchen? Tja. Das pinke Pony! Yeah! Das andere unterschlagen wir einfach. Die Organtruhe. Mehr Analphabeten. Noch mehr. Der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet... Das Spiel demnächst mitnehmen zum Familientreffen. Ja, das ist doch so ein Weihnachten oder so. Ja, auf jeden Fall. Stimmungshebung durch Niveausenkung. Ja. Also, der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet vollgeschissene Windeln. lautet Blitzkrieg oder aufblasbares Sexschaf. Oh Mann, das ist aber schwierig. Echt. Ich gehe in die perverse Richtung, die Windeln. Yeah! Ich wusste, was du magst. Muss jetzt gehen. Vielleicht Sauerkraut, erst die richtige Würze. Oh, ich will gar nicht wissen, was ihr da für Dinge. Ich hätte auch noch was anderes gehabt, aber... Ja, ich auch, aber das hebe ich mir trotzdem was anderes. Ja. Ups, jetzt reicht. Die Gaskammer verleiht Sauerkraut erst die richtige Würze. Oh. Rattengift verleiht Sauerkraut erst die richtige Würze. Oder... Ein vollgeschissenes Dixi-Klo. Wer war das Dixi-Klo? ist Germany's Next Topmodel. Der neue Leitsatz der AfD lautet raus mit hm.
Ach, das ist alles so langweilig. Hm. Ich nehme das jetzt. Raus mit Panzertape. Hm. Raus mit Penisneid. Raus mit riesigen Hängebrüsten. Die hast du verdient. Wir wussten alle schon, von wem es kommt. Ja. Das Beste an meinem Sexleben ist, ich darf nicht mitmachen. Also am Sexleben. Und an dieser Runde. Das Beste an meinem Sexleben ist Grabschändung. Das Beste an meinem Sexleben ist Roberto Blanco. Oh Gott, ich hab den Kopf. Oder das Beste an meinem Sexleben ist Inzest. Ach, Roberto Blanco. Auf. Das bin ich. Schön. Ist das uneheliche Kind von und Oh, ich will überhaupt nicht, was das war. Das Einzige, was passt. Reinvoll ist das uneheliche Kind von und Achso. Reinvoll gemacht? Mann, das egal. Reinvoll wäre voll doll, aber sowas ist... Oh, okay. Was ist da? Nichts. Also, die Reihenfolge ist auch von unten nach oben. Von unten nach oben? Ja, bei dem. Okay. 1 Milliarde Euro ist das uneheliche Kind von Schlampen und Blutegel. Macht voll Sinn, oder? Genmanipulation ist das uneheliche Kind von einem großen schwarzen Penis und Frauentausch. Goblins sind das uneheliche Kind von Kindersoldaten und Flüchtlingen. Scheiße. Ich finde eine AfD-Parole. Aber echt? Nehmen wir das. Ich habe die AfD-Parole. Du hast die AfD-Parole. Das waren die einzigen drei Sachen, die ihr passt. Gut. Zähl mal durch. Ich glaube, wir sind nämlich rum. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kannst du nicht leise zählen? Ich wollte gerade sagen. 1. Kann ich dafür, dass ihr euch im Zahlenraum von 1 bis 10 die Spiele bewegen könnt? So. Oh, ihr seid immer noch mit 10, ich bin jetzt fertig. Ja, weil du so wenig Karten hast. Ich glaube auch. Gut, ich habe zwar nur 19 Karten, aber dafür waren das die besten Gags. So. So. Ich habe auch nicht mehr, 25. Ich habe 24. Ich habe 22. Hey! Hast du gewonnen? Ja. Du bist der Sieger des schlechten Humors. Ja. Ich hatte, wer hätte es gedacht? Da hätte ich nicht für spielen müssen. Ja, können wir das empfehlen, das Spießertum-Spiel? Ich würde sagen, das kann man empfehlen. Kann man empfehlen. Würde ich auch sagen. Würde ich am auch besten sagen. Auch noch dann mal mit der Familie ausprobieren. Das war die genau. 82. Ja. Und mehr Leuten auch. Ja.